Hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate Enhanced Edition. Mit Triss und ihrer kleinen, randomisierten Abenteurergruppe. Wir sind letztes Mal hier im freundlichen Arm angekommen und wollten uns ein bisschen umschauen, weil wir uns ausrüsten müssen. Also, jeder sollte so nach seinen Spezifikationen Waffen und vielleicht auch eine Rüstung oder sowas bekommen. Der hier hat Langschwert, Axt und Langbogen. Der hat schon ein Langschwert in der Hand und dem klaue ich das Schild, weil das soll nicht mein Frontkämpfer werden. Der kriegt einen Bogen und Pfeile, Langbogen. Sie hat Bogen und Kurzschwert, das heißt, ich werde ihr den Dolch stehlen. Den bekommt der hier, glaube ich. Und die bekommt dann eben ein Kurzschwert. Der hat seinen Dolch, hat noch keine weitere Waffenfähigkeit, weil Magier nicht so schnell die lernt. Bekommt eine Schleuder dann noch, weil das das einzige Fernkampfmittel ist, was er hat oder was er lernen kann. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der nach jedem Kampf übernachtet, um seine Zauber wieder zu lernen. Deswegen wird er öfter auch mit Kugeln schleudern müssen. Sie ist eine Klerikerkämpferin, die kann Keule, Kampfstab, Schleuder. Sie hat aktuell einen Kampfstab, aber ich gebe ihr auch ein Schild. Ich kann ihr erstmal das Schild geben. Eine Keule und eine Schleuder. Weil Schleuder hat ja auch Spezialisierung. Und das Interessante ist, das hier ist ein Kämpferdieb. Und auch seine Spezialisierung ist eine Schleuder. Wenn ich mir überlege, dass ein Kämpfer mit einer Schleuder rumrennt, dann ist es so ähnlich wie ein Magier mit einem Zweihänderschwert oder so. Also es ist ungewohnt. Natürlich gibt's das alles. Kurzschwert bekommt er auch noch. Hat er schon eins? Ja, dass ein Kämpfer, okay, das ist auch ein Dieb, aber überhaupt auch ein Dieb mit einer Schleuder rumrennt. Na gut, ein Dieb könnte mit einer Schleuder rumrennen, bloß hier sind Diebe eher die, die Bögen benutzen, so rum. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Einen Krieger mit Schleuder stelle ich mir so vor. Wenn der einen kritischen Treffer macht, dann hat er das Auge getroffen und der Gegner liegt am Boden, weil er das Auge ausbluten hat oder so. Also, wenn ein anderer mit einem Pfeil und Bogen oder mit einer Armbrust kritischen Treffer macht, dann ist wirklich der komplette Körper durchstoßen und blutgetränkt oder so. Oh, wir können nicht mal nicht tranklos werden. Gut, weg damit. Ich mag den nämlich nicht. Der bringt erst im zweiten Teil wirklich sinnvoll was und naja, selbst dann werde ich wahrscheinlich eher mit Magieschutzschriftrollen oder so rumrennen. Wir wollten, für dich holen wir noch ein zweites Schild, auch wenn wir wahrscheinlich bald welche finden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will hier mal nicht so optimiert alles spielen. Dann bekommt der hier auf jeden Fall einen Langbogen. Kompositlangbogen kann er nicht benutzen. Wieso kann er nicht? Hat der nicht genug Stärke, oder was? Braucht der Kompositlangbogen keine Stärke? Doch, Mindeststärke 18, deswegen. Gut, deswegen kann er den wohl nicht benutzen. Gut, du hast einen Kurzbogen, kriegst ein Kurzschwert, haben wir gesagt. Du hast einen Dolch, kriegst noch eine Schleuder dazu. Du hast, was hast du eigentlich? Ich habe gar nicht geschaut. Du hast ein Kurzschwert und kriegst auch noch eine Schleuder. Die müsste auch noch eine Schleuder kriegen. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt. Ach, sie hat, glaube ich, nur ein Schild an. Das heißt, sie kriegt eine Schleuder und eine Keule. Keule, Keule, Keule. Auf den Kupp mit der Keule. Oder so. So, ein paar Kugeln. So, zum Schleudern, so steinchenmäßig. Das sind 20er Packs. Man kann jetzt hier schon bis 80 stapeln. Das heißt, 4 pro Stack. Die kriegen die Stacks ausgerüstet und dann noch einen Ersatzstack. So, kriegt der. Das gleiche hier. Also bis zu 16 kann man nicht eingeben. 16, fertig. Kaufen. Gut, klappt. Du auch. Also so Magier greift langsamer an, hat langsamere Angriffsgeschwindigkeit als Krieger oder sowas, deswegen der Magier wahrscheinlich länger auf seinen Kugeln rumsitzen wird, aber naja. Du hast Pfeil und Bogen. Du hast noch ein paar Pfeile, aber du wirst öfter schneller schießen, das heißt, du kriegst trotzdem 16 davon. Das heißt 4 Stacks. Du genauso. 16, fertig. Und du hast die Armbrust. Du kriegst jetzt 2 Stacks, weil du auch ab und zu mal an der Front mit dem Schwert und vielleicht dem Schild dann entsprechend. Nee, du hast eine Axt. Mit dem Axt und dem Schild rumrennen musst. So, das Kurzschwert dir habe ich gekauft. Das rüsten wir jetzt alles mal kurz aus. Das Schild ist ersatzweise. Ach, jetzt hast du ja doch 4 Stacks. Na, egal. Die nimmt er nicht.
Ja, ist ein Bogen. Kannst wenigstens was mit anfangen hier. Ein paar Leute jagen. Du hast schon ein paar Pfeile, wie gesagt, aber du bist eine, die wahrscheinlich fast nur mit Pfeilen rumhören wird. Kann man das nicht auch so machen? Ich glaube ja. Genau. So, das heißt, du rennst dann hauptsächlich auch mit der Schleuder rum. Du kriegst eine Keule und eine Schleuder. Was ich jetzt ganz kurz gucken will, ist, ich will das ein bisschen... Wir haben einen Unsichtbarkeitstrank, obwohl aktuell machen die Diebe noch nicht viel Schaden, deswegen werde ich den erstmal hier behalten, ja. Schleuder, bla bla bla, das ist alles da. Genau, du kriegst noch die Schleuder. Ich wollte gucken, ob man mit Rechtsklick ausrüsten kann, aber... Nee, so kann man auch nur einen Stapel teilen, okay. So. So. Wir versuchen mal immer die Fernkampfwaffe rechts zu machen, ein bisschen organisieren das Ganze so. Die können noch andere Waffen dann haben, da kriegen sie dann wahrscheinlich Spezialwaffen, die irgendwas beschwören können, später mal im zweiten Teil. Hier weiß ich nicht mal im ersten Teil, ob es da so viele davon gibt, die werden eher, naja, gegen bestimmte Monsterstärken mäßige Waffen kriegen, gut. So viel dazu, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ich will mich beeilen, dass es nicht zu lang dauert. Eine Rüstung, dir fehlt noch ein Helm, aber draußen sind Viecher, die haben die Truppenhelme. Du hast Rüstung und Helm, du kriegst... Naja gut, du hast jetzt nicht die HP, dass eine Rüstung irgendwas bringen würde. Obwohl, naja, wirst du seltener getroffen. Das ist nicht die Rüstungsklasse, meine ich. Dass Rüstung was bringen würde. Aber... Magier kriegt sowieso noch keine... Du hast so eine ganz... Warte mal, die geben wir dir... Und dir geben wir eine ordentliche Rüstung, weil du doch mal vielleicht... Was habt ihr heute zu verkaufen? Hier, nimm mal. Kauf mal. Für sie. Komm. Fertig. Ausrüsten. Und... Schlupp rin in die Rüstung. Guckt doch keiner. So gut wie erledigt. So, ich weiß, dass es hier in diesem Haus einige Quests gibt. Die werde ich mal alle abholen. Ich speichere mal kurz. So gut wie erledigt. Hey, was stehst du mir weg? Wer bist du? Bürgerin. Bürgerin! Auf die Knie! Nee, falsch. Ich bin kein König, ich bin hier nur irgend so ein blöder Abenteurer. Wenn ihr euch da sicher seid. Wird hier gespeichert beim Hochgehen? Nein, also kann ich auch mit einem alleine hochgehen. So gut wie erledigt. War hier der so Typ, der mir diese lustigen Pantalons gibt? Was hat dieses Eindringen zu bedeuten? Ich zahle gutes Geld dafür, nicht gestört zu werden. Mit welchem Recht stört ihr meine Privatsphäre? Ich bin einfach nur nett. Darf ich fragen, was euch in den freundlichen Arm führt? Nein, ganz sicher nicht. Das ist meine Angelegenheit und so soll es auch bleiben. Haut hier ab, sonst rufe ich die Wache. Okay, ich bin schon weg. Will gar nichts damit zu tun haben. Und ich werde hier auch nicht irgendwas ausräumen gerade. Obwohl... Nein, das können wir später mal machen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt doch eine Wache, dass mir irgendeiner sieht und dann eine Wache kommt. Der hat einen Quest. In der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Habt ihr schon gehört? Es gibt da südlich vom freundlichen Arm so einen ungehobelten Oger, der total auf Gürtel abfährt. Er wollte mir entweder einen Gürtel der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte nicht mal eine signierte Ausgabe von meinem Buch haben. Hä? Wenn ihr mir den Gürtel wieder beschaffen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Könnte ich gar nicht vorstellen, wie der... ja, so wieder so. Du bist nur ein Edelmann, das heißt, du quatschst dasselbe wie der da drüben, du willst uns nur verjagen oder die Wachen rufen, ich versteh's. Hier schläft wieder jemand, gut. Du gehst mal eine Etage höher. Das ist der. So gut, das versuche ich mal richtig hinzukriegen. Hier werde ich mal speichern und falls es wirklich jetzt, falls ich es verkacke, werde ich nochmal laden, weil das ist etwas, das möchte ich schon hier... Keine Zeit für Plaudereien. Wir haben langsam Zeit, dass du kommst. Hier, diese Kittel. Wir müssen bis heute Abend gewaschen, geplättet werden. Seid besonders mit den gildenden Pantalons vorsichtig. Da haben 15 Frauen und ein kleiner Junge aus Kalimshan 12 Tage und 4 Nächte drin gewählt. Also achtet auf eure Hände. Ja, und verliert mir das hier. Los, an die Arbeit. Ja, verehrter Herr. Pantalons bis heute Abend gepresst und gebügelt. Oder das Frühstück ist gratis, mein Herr. Das war alles. Los, vorwärts. Warte mal! Kein Schritt weiter! Hat er mich jetzt erwischt? Hier, hast du ein paar zusätzliche Münzen? Mach mir eine Falte rein, auf die Papa stolz sein würde, wenn du weißt, was ich meine. Los, vorwärts! Okay, ich hab da was gekriegt. Das ist erstmal etwas, was ich das ganze Spiel über mit mir rumschleppe. Und auch den Großteil des zweiten Teils. Aber... Soll ich's vorwegnehmen? Nein.
Ich werde es erstmal rumschleppen. Es ist einfach goldene Pantalons. Man könnte sagen, das ist so. Man kann die auch nicht ausrüsten oder so. Das ist ein Gegenstand, der im sehr späten Spiel nochmal eine interessante Bedeutung bekommt. Aber ja, das werden wir vielleicht irgendwann herausfinden. Ich gehe mal kurz hier schauen, was hier noch so ist. Wieder nur schlafende Leute, die ich ausrauben könnte. Ausrauben, nein, will ich aber nicht. Bin jetzt nicht so drauf angewiesen. Wenn ich mir später mal was kaufen will, könnte ich mal alles durchgehen, aber das werde ich dann wahrscheinlich auf Kamera machen oder so. Oder keine Ahnung, mal schauen. Wir haben hier Landry. Vergnügen, Sie zu treffen. Hey, mein kleiner Einberg aus vergiftigen, mein Keller, ach Gott, ich kann nicht mehr lesen. Hey, mein Keller, Einberg Ost ist von giftigen Spinnen befallen. Bentley hat gesagt, ich könnte hier bleiben, bis sie weiterziehen. Aber ich falle ungern jemanden zu Last. Ihr werdet das Haus schon erkennen, gleich westlich vom windigen Schwindler. Hier, nehmt diese Tränke mit. Das sind Gegenmittel gegen das Spinnengift. Den Rest könnt ihr behalten, wenn ihr die alten Stiefel von meinem Mann mitbringt, die ihr da unten aufbewahrt. Lege ich noch 120 Goldmünzen drauf. Und wenn ihr dann noch eine tote Spinne und eine gute Flasche Wein mitbringt, lasse ich vielleicht noch mehr springen. Okay, ein Quest angenommen und 6-mal Gegengift gekriegt. Das rüstest du auch gleich aus. So, und Bergost, haben wir gesehen, ist auf der Straße nach Süden und wir wollen ja dann eh nach Süden Richtung Naschke. Ich kann das mal kurz auf der Karte zeigen. Also wir wollen ja in die Minen von Naschke, da gucken, was da nicht in Ordnung ist, beziehungsweise erstmal nach Naschke und dort die Aufgabe überhaupt kennenlernen, verstehen. Und unterwegs treffen wir natürlich, oder finden wir uns natürlich auch in der Stadt Bergost wieder. So. Unsere randomisierte Abenteurergruppe wird dann doch mal langsam losziehen und sinnvolle Kämpfe führen, vermutlich. Ob sie so sinnvoll wären, werden wir alles noch mal sehen. Dann wollen wir mal unsere Freiheit geben. Ja, das ist auch noch Englisch. So, muss ich noch irgendwas kaufen beim Heiler da unten? Oder heilen? Ich hätte vielleicht übernachten sollen, oder? Damit der seine komischen Zauber hier ein bisschen lernt. Hast du noch irgendeinen Zauber, der Sinn macht? Nee, aktuell nicht. Du hast Heilzauber. Genau. Stufe 2 kannst du noch nicht. Du kannst auch noch keine Stufe 2 Zauber. Okay. Naja, du bist halt erstmal nur Fernkämpfer. Wir haben jetzt alle. Mitten in der Nacht gehen sie hier auf die Straße und wollen los. Ist hier noch was? Ich weiß es nicht, was jetzt alles in der Erweiterung dazu kam. Also in der Enhanced Edition meine ich jetzt. Könnte sein, dass hier noch irgendwo was ist. Ich sollte vielleicht nicht immer mit allen Nummern, sondern eher mit einem, weil wenn alle sind hier auf dem Haufen, dann hängen die sich teilweise an sich gegenseitig auf oder haben einfach nur eine größere Wahrscheinlichkeit, sich an irgendwelchen random Fässern oder Balken oder Kanten aufzuhängen. So. Ihr seid alles normale Bürger, das heißt, ihr quatscht alles dasselbe. Hallo jeder, wer bist du? Ich glaube, das war nur ein Bürger. Ich wollte gerade sagen, eine Kuh, aber die Kuh ist hier. Die Moon! Soll ich das synchronisieren? Nein, ich mach's nicht. Wenn ihr euch da sicher seid. So, hier haben wir noch zwei Türen. Die sieht aber noch zu aus. Du bist ein Bürger. Schau mal. Hey, Kollege! Hey Kollege, sagt er. Ich habe schon ohne Fremdlinge genug Ärger am Hals. Wenn ihr mit jemandem reden möchtet, dann komme ich als erstes zu euch. Aber im Moment, möchte ich einfach meine Ruhe haben. Ja. Gut. So gut wie, wie gesagt, ich überfalle jetzt erstmal keine Leute und hole nichts aus deren Häusern raus. Vielleicht mache ich das später mal, aber das ist. So gut hier gibt es halt so viele Häuser, die so viele nicht zufällige, aber vordefinierte Gegenstände haben. Das ist kein Bürger, kein einfacher Bürger, das heißt. Entweder ein Quest oder irgendeine Person, die später noch mal. So gut wie erledigt. Ich bin ganz Ohr. Heda! Ihr seid neu hier, stimmt's? Könnte ich euch vielleicht um etwas bitten? Aber sicher, gnädige Frau. Was habt ihr auf dem Herzen? Was für Manieren! Naja, ich brauche ein paar grobe Klötze für diese Arbeit. Also spart euch euer Bitte und Danke. Für die Edelleute auf. In Sichtweite dieses Wirtshauses haben mich ein paar Hobgoblins völlig ausgeraubt. So siehst du aber nicht aus. Na gut. Ihr sollt es ihnen jetzt heimzahlen. Sie haben meinen Ring gestohlen. Das ist alles, was ich wiederhaben will. Könnt ihr das erledigen? Oh klar, ich werde euch helfen. Ich danke euch. Die Kreaturen sind ein Stückchen nördlich
vom Wirtshaus zu finden. Ich könnte schwören, dass ich sie von dem Zimmer im Obergeschoss fast sehen konnte. Bringt mir meinen Ring hierhin zurück. Wenn ihr ihn habt, den erkennt ihr schon, wenn ihr ihn seht. Er ist sicher, es ist ein sehr auffälliger Flammentanzring. Gut, dann machen wir das. Jojas Flammentanzring. Wenn ihr euch da sicher also die Ringe, die normale Schmuckgegenstände sind und keine magischen Eigenschaften haben, sind dann wirklich wertvolle Ringe, die man sonst normalerweise beim NPC verkaufen kann, also beim Laden, beim Händler. Und manche sind nur Questringe oder Questgegenstände, die dann aber spezielle Namen meistens haben, so wie Jojas Flammentanzring. Es gibt auch Leute, die wollen dann einfach nur irgendeinen Flammen oder speziellen Ring, so ein Engelshautring ist irgendwo gefragt, da kann man irgendeinen nehmen, den man irgendwo mal findet oder selbst schon mal gefunden hat und dann verkauft hat. Dann kauft man ihn halt bei demselben Händler wieder und dann kann man ihn abgeben. So, hier werden jetzt gleich Gegner kommen. Sicherheitshalber mal speichern. Wie gesagt, wenn Leute in meiner Truppe sterben, ist es erstmal so, dass ich dann andere aufnehme. Aber wenn jetzt mein Hauptcharakter stirbt, dann ist das, wäre das Spiel eigentlich vorbei, weswegen ich lieber speichere und, naja, nicht nochmal alles nochmal spielen muss. Das sind die ersten Hobgoblins. Ich weiß nicht, ob es die sind, die die sucht, aber das werden wir noch sehen. Etwas? Haben alle ihre Fernkampfwaffe ausgerüstet? Ja. Man sieht jetzt immer, seit der Enhanced Edition, glaube ich, erst, die Waffe, die genutzt wird hier rechts oben, oder die Munition, wenn es eine Waffe ist mit Munition. Na, kriegt ihr den noch, bevor er hier ist? Wenn ihr euch da sicher seid. Ja. Good job, Boys und Girls. Und der nächste. Der aufs Maul will. Wenn ihr euch da sicher seid. Wollen wir gleich mal gucken, ob hier noch mehr kommen? Nein, das waren erstmal zwei nur. Ich glaube nicht, dass das die Bande ist, die der Joja-Tante dort überfallen hat. Aber wie gesagt, wir finden hier Helme. Ich glaube, die Bastardschwerter haben ein bisschen Geld wert. Deswegen werde ich die mal mitnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, werden wir gleich sehen. So, zwei Helme erstmal. Ein Helm und. Du hattest einen Helm, du kannst keinen Helm, du kannst keinen Helm. Ein Helm. So, du hast noch keinen Helm. Und diese Lederrüstung. Braucht ihr da noch jemand? Du hast Lederrüstung, du kannst keine. Du hast eine beschlagene Lederwams. Okay, also Rüstungen brauchen wir von denen nicht. Die lassen wir alle schön liegen. Ringe und Schmuck, die haben meistens was wert. Auch wenn so ein Silberring jetzt nicht viel wert hat. Silber ist, naja, doch ein recht billiges Metall hier in dem Spiel. Auch wenn man sich fragt, warum man zwei Goldstücke bezahlt, um einen Silberring zu kaufen. Ich glaube, zwei Goldstücke waren es. Naja. Wahrscheinlich, weil die Schmiedearbeit noch mit drin steckt und die hat halt mehr Wert als der Ring selbst oder das Material. Hänge ich mir halt einen Klumpen Silber um den Finger, dann habe ich nicht das Geld, was ich bezahlen muss und habe trotzdem den gleichen Wert. So, wo sind die anderen Hobgoblins? Wir sind hier am obersten Rand der Karte, das sieht man daran, dass sie nicht weitergeht. Ich werde mal ganz... Okay, ich werde nicht mal ganz kurz das obere Gebiet, das nächste Gebiet auf der großen Map aufdecken. Deswegen... Weil hier ein Hobgoblin erschienen ist. Ob das jetzt die Gruppe ist? Ja, sehr gut. Immer schön vorsichtig, es werden wahrscheinlich jetzt dahinter noch mehr kommen, genau. Sehr gut. So gut wie erledigt. Nennen wir das mal kritischen Treffer. Wenn so viele auf einmal schießen, dann kann man hier unten kaum lesen, was da immer steht. Aber hier kann man kurz sehen, also die Pfeile fliegen noch. Imuren macht einen Treffer, Khalid macht einen Treffer, Triss hat einen Fehlschlag gemacht, deswegen wird da kein Schaden kommen. Aber hier fliegen die Pfeile, die gerade treffen. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt sterben, aber nicht sicher. Ja, er ist gestorben. Ich bin dran, wie die Hässlichkeit. So funktioniert das halt mit den Trefferwürfen. Im Vergleich zum, also mit dem ETWO sozusagen gegen die Rüstungsklasse. So, das waren jetzt drei Hauptgoblins, hier scheinen keine mehr zu kommen. Und wieder ein Ring. Brauchen wir noch einen Helm? Ich glaube ja. Ja, der braucht noch einen Helm. Also normalerweise kann ein Dieb keinen Helm tragen. Das kann ich kurz zeigen. Der kann keinen Helm tragen, aber das hier ist ein Kämpferdieb. Deswegen hat er Eigenschaften vom Kämpfer und von Dieb. Nur Sachen, die jetzt irgendwelche Nutzung von Skills behindert, die werde ich nicht benutzen, solange ich den seine Diebesfähigkeiten brauche. Was ich vermutlich im Moment nicht brauche, aber ich lasse es erstmal so. Also, ein Dieb könnte jetzt diese Rüstung tragen, aber nicht diese. Das heißt, wenn ich diese Rüstung dem hier ausrüste, weil er ein Krieger ist, kann er die ausrüsten, aber er verliert in dem Moment seine Diebesfähigkeiten. Gut. Schaue, die sind deaktiviert hier.
So, und wenn ich jetzt wiederum die Rüstung... Ach, daneben. Die Rüstung ausrüste... Also er hat jetzt diesen beschlagenen Lehnerbams, den auch die benutzen können. Ihr mit mir gesprochen? Jetzt hat er die Diebesfähigkeiten, auch wenn er zu blöd ist, die zu benutzen. Naja. Flammentanzring haben wir gekriegt. Jetzt wollte ich oben die Karte aufdecken. Die nächste. Das ist hier das Gebiet. Nach links könnte ich auch, aber ich glaube, das kann ich sowieso noch nicht betreten. Also, kann ich, glaube ich, noch nicht mal freischalten, wenn ich nach links aufdecke. Aber nach rechts werde ich nochmal aufdecken, deswegen gehe ich hier jetzt an rechten Rand. Und ich weiß nicht mal mehr, ob wir östlich von der Burg dort vorbeikommen. Ich werde es dann einfach mal probieren. Lauf mal halt ein bisschen durch die Gegend hier. Schauen, ob hier noch Gegner sind. Ja, Hobgoblins. Die mich potenziell wieder töten könnten. Aber es ist egal, es sind Hobgoblins. Schließlich geben die auch Erfahrungspunkte. 35 Erfahrungspunkte, die auf 6 Mann aufgeteilt werden. Das heißt, der oberste Charakter kriegt schon mal mehr. Weil 36 würde durch 6 teilbar sein, da 35 nicht durch 6 teilbar ist, kriegen die oberen 5, glaube ich, sogar mehr. Also die restlichen 5 Erfahrungspunkte werden sozusagen so aufgeteilt, dass die nächsten 5 Leute die kriegen. Also ich glaube, also so funktioniert das. Das Schwert nehmen wir wieder mit. Hatte ich da hinten die Schwerter vergessen? Ich glaube. Oh, eine Zauberschriftrolle, die sind immer viel wert. Sei es zum Selbstbenutzen oder zum Verkaufen. Wobei das eine ist, die werde ich erstmal behalten. Was habe ich jetzt gemacht? Werde ich erstmal behalten und wenn ich merke, entweder ich brauche Geld oder ich brauche den Zauber nicht, dann verkaufe ich die halt. Später mal gibt es so eine Schriftrollenbehälter und Tränkebehälter, wo man Schriftrollen bzw. Tränke jeweils reinmacht. Edelsteinbehälter. Die gab es früher im ersten Teil noch nicht, erst im zweiten Teil. Und mit der Enhanced Edition wurden die aber auch im ersten Teil, glaube ich, mit implementiert. Das heißt, sie sind auch hier jetzt obtainable. So, hier geht's rum. Wusste ich gar nicht mehr, dass es hier rumgeht. Ich habe mal gespeichert, da wir jetzt die ganzen Gegner besiegt haben. Und hier gleich nochmal ein bisschen aufdecken. Hat jetzt rechts schon aufgedeckt, das Gebiet? Nein. Ich glaube nicht, ne. Ich bin dran. Das ist Peltwell. Da es einen Namen hat, ist das nochmal wichtig für irgendwas. Später mal. Dieser Spruch immer, ich bin dran an der Sache wie eine Hässlichkeit am Ork. Das hört sich an wie ein Spruch aus einem verkorksten Glückskeks oder so. Glückskeks. ich glaube, ihr rennt da gerade in eine Sackgasse. Ich glaube, ich schicke euch in eine Sackgasse, muss eher sein. Aber ich habe es früh genug gesehen. So, wir geben mal schnell das Quest ab. Das kann, glaube ich, mein Hauptcharakter alleine machen. Wenn ihr euch da sicher seid. Lauf. Flieger, lauf. Ab! Das Haus steht noch offen. Ich sollte vielleicht nach mir die Tür zu machen. Aber das Haus steht auch offen, obwohl es zu aussieht. Grafikfehler. War ich ja schon vorhin festgestellt. So, du hast... Ihr habt den Ring noch nicht... Hab ich vergessen? Oh, cool. Ich hab's wohl vergessen. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Hab ich da wirklich vergessen, die Leute zu besuchen? Oder hab ich den... Dann gehe ich mal schauen. Gucken, ob die Wegsuchfunktion funktioniert. Gucken, ob neue Hobgoblins da sind und ich jetzt rennen muss. Die Nacht bricht herein und die Natur schläft. Warum müssen wir dann immer noch umherstapfen? Weil ich euch das sage. Wenn ihr euch da sicher seid. Du Teil meiner random Noob-Gruppe hier. So, wo waren die jetzt? Sehe ich die erst, wenn ich dann in der Nähe bin? In die Gegend? Ach, da sind die. Die drei habe ich nicht ordentlich durchsucht, weil ich gequatscht habe. Glaube ich. Ich quatsch zu viel Müll. Aber ich glaube deswegen... Ah, hier ist der... Das ist Jojas Flammentanzring. So. Deswegen hatte ich auch die Schwerter noch nicht dabei. Das ist der Grund. Der hatte Gold bei sich. Ich glaube, es war sogar mehr Gold, als ich für so einen... Och, der ist... Der... voll, mein Inventar. Der ist sogar... Das, die neuen Gold sind sogar mehr wert, als dieser Ring. Was kann ich jetzt weglegen? Ich rüste einfach hier Schwerter aus. Dann habe ich Platz kurzzeitig. So... So. Ne, warte mal. Ich mach's anders. Hier. Ich hab keinen Ring für dich. Tut mir sorry. Gucken, ob die Wegsuchfunktion bis hierhin reicht. Müsste eigentlich. So, wenn ich das Quest abgegeben habe, habe ich jetzt so gesehen das Gebiet erstmal kurzfristig abgeschlossen. Ich muss natürlich hier nochmal her, um einerseits die Quests abzugeben und andererseits auch für andere Quests muss ich hierher und das ist auch ein guter Ort, um zwischendurch Rast zu machen,
Ausrüstung aufzufüllen und sich zu heilen. Wenn man zum Beispiel... Nee, die Wirksuchfunktion könnte noch was werden. Wenn man zum Beispiel jetzt von hier, wo ist das? Naschkel, jetzt sagen wir mal, nach Baldur's Gate reist, könnte man durchweg reisen, dann hätte man einfach 50, 60 Stunden Reise oder so. Aber wenn man jetzt noch unterwegs ein- oder verkaufen will, dann kann man natürlich hier einen Halt machen. Weil man macht ja deswegen nicht mehr Reisezeit, bloß wenn man hier halt. Ich bin ganz Ohr. Ich danke euch. Diesen Ring bekam ich geschenkt, als ich allein von zu Hause auszog. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihn so ein stinkender Hobgoblin hätte. Ihr habt ein gutes Herz. Das werde ich auch allen sagen, die mich nach euch fragen. Freundliches Getue macht mich krank. Damit hat sich mein Ruf verbessert. Und jetzt haben wir etwas, was wir öfter noch im Spiel sehen werden, was auch mit meiner Truppe natürlich, mit meiner randomisierten Noob-Truppe Probleme machen wird. Mein Ruf steigt mit erfolgreich erfüllten Quests, sinkt mit Diebstählen und Tötungen von freundlichen Personen oder indem ich bestimmte Leute in meine Gruppe aufnehme. Das Problem ist, jeder hat eine Gesinnung. Meine Gesinnung ist chaotisch neutral. Alle Neutralen, naja, die können mit allem umgehen, sind nur nicht so gut drauf zu sprechen, wenn man jetzt zu gute oder zu schlechte Gesinnung hat. Wenn man zu guten oder schlechten Ruf hat. Mein Ruf ist gerade durchschnittlich, der geht eben von 0 bis 20. Der hier ist zum Beispiel neutral gut, chaotisch böse, neutral, neutral böse. Das heißt, wir haben zwei böse und zwei gute Charaktere. Wenn ich jetzt meinen Ruf irgendwie über 18 steigere, habe ich das Problem, der und der haben mit jeder Interaktion, mit jedem Gebietswechsel, mit jedem, keine Ahnung, Truppenwechsel, eine Wahrscheinlichkeit zu triggern, dass sie die Gruppe verlassen. Und dann kommen sie erst wieder, wenn ich meinen Ruf wieder gesenkt habe. Genauso, wenn mein Ruf unter 3 oder weiß ich 2 sinkt, das habe ich noch nicht so tief runter geprügelt, mein Ruf, jedenfalls nicht, wenn ich danach normal weitergespielt habe, dann würden mich gute Charaktere verlassen. Die ist neutral, die meckert nur rum, die wird aber nicht die Gruppe verlassen, glaube ich. Auch nicht bei 20 oder vielleicht bei 0, aber das weiß ich nicht genau. So, dann haben wir Erfahrung gewonnen und den Gegenstand eingebüßt, den ich hatte. So, ich werde jetzt nochmal kurz mit allen hier reingehen. Müssen wir denn so unerträglich gutherzig sein? Ja, und dass dir das eben nicht gefällt, wenn ich meinen Ruf verbessere, das sieht man eben an den Sprüchen. So, wenn ich jetzt noch besser werde mit dem Ruf, dann werden die Guten auch sagen, wäre auf eure Taten stolz. Genau sowas. Das ist ein guter Charakter, deswegen freut er sich, wenn ihr meinen Ruf steigt. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Die ist ein bisschen, naja, kindmäßig, auch wenn sie eigentlich kein Kind mehr ist. Sie ist, glaube ich, schon, ja, hat sie vorhin gesagt, glaube ich, 18, 19, keine Ahnung. Wenn ihr euch da sicher seid. Mein Zeug erstmal alles verkaufen schnell. Hatten die anderen jetzt eigentlich noch was? Die Zauber. Zauber, Zauber, Zauber. Den werde ich niemals einsetzen. Und werde ich noch oft genug finden, den kann der sogar schon. Und den Panzer behalte ich erstmal. So. Den Brief, Kopfgeld ausgesetzt. Solange wir ihn an einem verkaufen, der fest stehen bleibt und immer verfügbar ist, müsste das ja in Ordnung sein. Deswegen werde ich hier mal den Brief verkaufen. So, und jetzt den ganzen Schmodder. Wie gesagt, die beiden Zauber behalte ich. Schild, 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 Schild. Also das ist einfach nur die Rüstung erhöhen. Wie lange hält das eigentlich? 5 Phasen. Das heißt, ja. Eine Phase war wie viele Runden? 6 Runden, ne? Ja, 6 Runden. Das heißt 30 Runden. Das hatte ich ja letztens schon gerechnet, 180 Sekunden. Das behältst du. Den könnte man später noch gebrauchen, obwohl ich den später... Na doch, ich behalte ihn. Gut, wie viel haben jetzt eigentlich? Bastardschwerter auch nicht so viel gebracht. Naja, gut. Naja, gut. Mein Ruf ist noch nicht gut genug, als dass ich hier irgendwie gut Plus machen kann durch Gegenstände. Wie gesagt, die Zauber behalte ich, die räume ich mal schnell um. Zu dem Magier. Das kriegt der Dieb, auch wenn er es noch nicht einsetzen kann. So, so, so. Ich gebe mal kurz einen Halt. Hattest du einen? Ja, du hattest einen. Du hattest einen. Du hattest zwei. Du hattest keinen. Deswegen kriegst du noch einen Heiltrank. Und mein Magier braucht keinen. Der ist tot oder nicht tot. Mit 4 HP, solange der nicht levelt. Was noch ein paar Minuten, Stunden, Jahre dauern könnte. So, und jetzt werde ich euch und mir mal den Gefallen tun und schlafen wegen der Zauber. So gut wie erledigt. So, ist keiner verletzt, das heißt, ich kann wie ein Bauern schlafen. Ist egal.
Also sie unterscheiden sich in den Preisen und jede Stufe höher halt ein HP mehr beim Schlafen. Schön am Lagerfeuer geschlafen als Bauern. Okay. So, jetzt müsstest du die Zauber gelernt haben. Genau. Genau. Kalte Hand werde ich, wie gesagt, nicht benutzen. Das ist ein Nahkampfangriff, auch wenn das Feuer auch Nahkampfangriff ist, aber das Feuer ist, Wenn ihr euch da sicher seid? Ja, ich muss keinen Nahkampfangriff machen, sondern ich zauber halt im Nahkampf. Die Hand, da muss ein Nahkampfangriff erfolgen, ein erfolgreicher. Ich bin dran, naja. Wie die Hässlichkeit am Ork. Als Magier einen Nahkampfangriff mit einer Hand. So gut mit Level 1. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Gut, also begeben wir uns jetzt Richtung Süden. Da ich die Gebiete noch nicht aufgedeckt habe dort, kann ich nicht direkt hier runterreisen. Deswegen werde ich jedes Gebiet sozusagen nacheinander abreisen. Ich hätte jetzt von hier aus, von dem Gebiet aus auch schon da unten laufen können, um das freizuschalten. Dann hätte ich dort direkt hinreisen können. Aber wir reisen mal so, wie es uns aufgetragen wird. Alle wollen nach Naschke, also gehen wir jetzt nach Naschke. Doch bevor wir das tun, obwohl, wir werden noch hier hinreisen. So, und bevor wir jetzt weitergehen und dieses Gebiet noch weiter erkunden, denn das wird, ist jetzt wirklich ein feindlich gesinntes Gebiet, das heißt, hier werden viele Gegner lauern, werde ich diese Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin, tschüss!